Ja, hi Leute. Wir machen heute wieder mit einem Rosenkäfer weiter. Und ja, aus der Gattung hatten wir schon ein paar. Das hier ist ein Oedicella, Untergattung Cyprolais loricata. Die Art ist recht neu in Deutschland und dieses Exemplar habe ich auf der Insektenbörse in Frankfurt bekommen. War bei Wirbellosenwelt, ist irgendwie über den Tag verstorben und das ja, tote Tierchen habe ich dann bekommen, bevor es in die Mülltonne gewandert ist. Der war jetzt ziemlich lange in der Aufweichbox und auch zu lange. Das habe ich gerade eben gemerkt, als ich ihn rausgeholt habe. Da sind nämlich prompt drei Beine abgefallen. Ich habe die jetzt notdürftig wieder angeklebt. Es kann aber gut sein, dass sie jetzt während der Präparation wieder abfallen und dann werde ich die erst wieder dran kleben, wenn ich mit der Präparation soweit durch bin, wenn der Käfer trocken ist. Wie ich finde, eine sehr schöne Art, die sehr schön schillert, hat so einen neonmäßigen Glow, sag ich mal. Natürlich wieder auf der Kamera schwierig rüberzubringen, aber in live gibt das schon ordentlich was her. Wenn ihr die Art züchten wollt, ich glaube, bei Wirbellosenwelt gibt es bestimmt auch Larven zu erhalten. Und ich denke auch, die Zucht von denen wird nicht allzu schwierig sein. Und ist recht klein. Ich weiß nicht, wie groß die Art werden kann. Wir fangen einfach mal an. Dadurch, dass die Beine jetzt größtenteils angeklebt sind, beziehungsweise zur Hälfte, muss ich halt gucken, wie ich die anderen dann drumherum in eine ähnliche Stellung kriege, weil die angeklebten sich natürlich jetzt nicht mehr nach Belieben verstellen lassen. Aber versuchen wir mal unser Bestes. Gerade aufsitzt. So nicht. Ja, jetzt aber einigermaßen. Okay. So, holen wir erstmal den Kopf hier nach oben. Am besten hier rüber. Na, den Kopf wollen wir nicht auch noch abreißen. Na. So. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, welche angeklebt waren. Auf jeden Fall die beiden mittleren und dann eins dieser unteren. Ich glaube, es war das, ja. Das fällt nämlich gerade auch schon wieder ab, wie ich merke. Vielleicht hängt es noch am seidenen Faden, schauen wir mal. Blöde Sache. Aber der war wirklich einfach zu lang in der Weichbox. Da kann das schon mal passieren. Also manche erleiden dadurch nicht wirklich großen Schaden, aber manche werden dadurch extrem brüchig. Deswegen, ich würde die Käfer am besten nicht länger als 2 bis 3 Wochen drin lassen. Wenn ihr sie dann noch nicht präpariert habt, könnt ihr sie ja nochmal rausholen und später nochmal neu aufweichen. Dann geht ihr auf Nummer sicher, aber wenn ihr dann in absehbarer Zeit nicht die Möglichkeit habt zu präparieren, holt sie besser raus und präpariert sie wann anders, bevor sie euch komplett auseinanderfallen, weil da hat keiner was von. Das kostet euch nur Stress und ja, das Präparat sieht am Ende jetzt auch nicht so super aus. Hier hängt auch schon wieder nur blöd rum. Ich denke mal, wenn der Käfer dann getrocknet ist, werde ich die angeklebten Beine auch noch mal extra fixieren. Und hier ist halt schon das Problem, dass ich die nicht
gleich angeklebt habe, weshalb ich jetzt natürlich auch Schwierigkeiten bei der Symmetrie haben werde. Ja. Aber was will man machen? Das Beste machen wir draus. Ja, das können wir erstmal so lassen. Also, verzeiht mir, dass es hier in dieser Folge ein bisschen schludrig einhergeht, aber ich möchte jetzt hier nicht groß noch an dem Tier rumspielen, um irgendeine schöne, elegante Pose hinzukriegen, weil ich einfach Angst habe, dass erstens die angeklebten Beine wieder abfallen und dass auch die noch normal haltenden Beine ebenfalls abfallen. Aber ihr könnt ja mal in der Playlist von mir über die Insektenbörse in Frankfurt nachschauen. Da findet ihr auch ein Video von dieser Art lebendig. Und ja, auch noch viele, viele andere Videos. Also schaut mal rein. Ihr findet da bestimmt auch was, was euch gefällt. Wenn es nicht schon diese Art ist. War halt von jeder Gruppe etwas vertreten. Hirschkäfer, Nashornkäfer und, naja, wie eigentlich immer, die Rosenkäfer, wie er hier. Die sind halt immer noch die Lieblinge der deutschen Züchter. Und anscheinend fehlt hier auch... Ah, ne, da ist er. Okay, ich habe schon gedacht, der Fühler fehlt, der linke. Aber hier ist er. Das ist schwierig, den noch rauszupräparieren. Da ist er. Okay, okay, okay. Auch, ja, ich entschuldige mich dafür, dass ich immer so im Kamerabild hin und her rutsche. Es ist für mich ein bisschen schwierig, eher von schräg von der Seite zu präparieren, anstatt direkt von oben drauf. Aber von oben drauf filmt jetzt die Kamera. Und wenn ich genau von oben drauf gucken würde, würdet ihr nichts mehr von der Präparation sehen, sondern meinen Kopf. Oder ich würde einfach nur noch die Kamera sehen. Und das funktioniert nicht so ganz, deswegen, ja, rutscht das Bild halt, also beziehungsweise der Käfer halt im Bild schon mal hin und her. Ich gucke dann immer schon mal oben drauf, um zu gucken, ob ich noch im Bild bin. Ja, gut. Naja, irgendwie so wird es schon passen. Wundern würde es mich nicht, wenn beim Abnadeln nochmal angeklebte Beine abfallen. An denen habe ich jetzt schon nochmal ordentlich gerüttelt. Und sodass die wahrscheinlich jetzt wieder gelockert sind. Wir warten einfach mal ab die paar Tage. Und dann werden wir es sehen und dann werde ich die Beine halt nochmal dran kleben, wenn es sein muss. Ja, und dann wäre es das soweit mit Oricella cipollaris loricata. Wir sehen uns dann beim Abnadeln wieder. Okay, der Käfer hatte jetzt ein paar Tage Zeit zum Trocknen und wir können abnadeln. Und hoffen mal, dass die Beine nicht wieder abfallen, die ich angeklebt habe. Und
Kanne in den Kasten. Bisher sieht es ganz gut aus. Ja, bleibt alles dran. Sehr schön. Geben wir mal ab. Also da sieht man halt, ne, dass ich da geklebt habe von unten. Aber man guckt ja von oben drauf und ja, da finde ich, fällt es weniger auf. Ja, okay. Dann war es das für diese Art. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst Kommentare und gefällt mir das da. Abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt. Bis dann.